Hey und hallo, liebe Bulli-Freunde, liebe Camper-Freunde, ich bin's, der Thomas, und heute zeige ich dir unseren kleinen Tagesausflug zum Bulli Summer Festival in Wesel am Ausee. Wir haben uns getroffen mit unseren Freunden, mit dem Küstentaxi, Dodo und Frank und der Camperbär, das ist André und Caro. Ja, hier sind wir auf dem Weg Richtung Ausee. Was ist das? Achtung! Achtung! Und nu? Oh verdammt! Der Bulli-Blitzer hat zugeschlagen. Hier ist es. Ach Quatsch, ist eh umsonst. Jeder Bulli, der dorthin gefahren ist, hat ein schönes Bulli-Blitzer-Foto bekommen. Ah, das zeige ich euch gleich nochmal. Da wir an diesem Tag nur Tagesgäste waren, haben wir eine Gebühr von 5 Euro bezahlt und konnten uns hier wunderbar auf diesem großen Stellplatz bzw. Parkplatz hinstellen. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Bulli Summer Festival in Wesel am Ausee. Und was soll ich euch sagen, es gibt jede Menge zu gucken. Es geht los bei T1, T2, T3, T4, T5, T6. Der kleine Käfer war auch dabei und es war der Wahnsinn. Es hat so viel Spaß gemacht, über das ganze Gelände zu laufen. Die Gelände sind aufgeteilt in 3 Sektoren, Sektor A, B und C. Hier sind wir auf dem Sektor C. Der war etwas außerhalb vom Festivalgelände, aber es war nicht schlimm. Man ist durch die große Tür gelaufen, beziehungsweise hier durch den Haupteingang, sage ich mal, und so ist man dann auch auf das Festgelände gekommen. Ich film mal ein bisschen, ne? Hallo, du bist abgebaut? Ja. Das kenne ich, da habe ich meinen Sohn drin eingewickelt und rumgeschlürt. Cool. Hallo, du hast angemacht. Ja. Ist mit Magneten direkt dran, ne? Genau. Die Magneten, die sind eingebaut. Okay. Die sind hier im oberen Saum eingenäht. Ja. Die Magneten sind zum einen fest vernäht und zum anderen in Kunststoff verschweißt. Du siehst, die Dinger, die wurden gestern nass, die hingen da auch wieder, sind wieder relativ trocken. Ja. Es interessiert die überhaupt nicht, dass die nass werden. Ja, cool. Waschen, haben oben und unten jeweils noch 3 Ösen. Aha. Das heißt, unten Häling rein, cool. Hängt auf der Ecke. Hängst du vor die Seitentür, frühst nimmst du eine Zeltstange, ziehst das Ding nach vorne raus. Zack. Das war's. Auch? Du sitzt im Schatten. Auch nicht schlecht, ne? Cool. Ja. Finden wir auch. Nicht schlecht. Also so multifunktional und ja, vor allem simpel, wie es nur geht. Ja, das ist gut. Du baust keine 1,5 Stunden irgendein Vorzelt, Heckzelt, sonstigen Kram auf, der unfassbar viel Platz im Bulli wegnimmt, sondern alles, was du hast am Packmaß, ja, ist das da. Die Decke, ne? Mhm. Ja? Ja, das ist gut. Vor allem mal was Buntes, ne? Das noch dazu. Ja. Aber ja, ein bisschen Werbung darf natürlich auch nicht in meinem Video fehlen, weil es gibt hier so viele Sachen, die man für den Bulli noch benötigen kann, sollte. Und so ein Gadget kann immer gut sein, wenn man mit dem Bulli unterwegs ist. Ach ja, hier, da ist das Blitzerfoto. Sieht cool aus, ne? Haha. Der Scotty, ein Muss für jeden Bulli-Fahrer, für jeden, der mit dem Van, mit
dem teilintegrierten, vollintegrierten, ach was weiß ich, unterwegs ist. Der Scotty ist schnell aufgebaut, Platz sparen und total cool. Ja, der Barista Bully. Leute, der beste Kaffee ever. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr den Bulli seht, kauft euch einen leckeren Kaffee, der schmeckt wirklich super. So, und das ist die Bekleidungsindustrie für Bullifahrer von Bullifahrern. Wir haben schon so viele Klamotten von denen und die sehen wirklich schick aus und sind wirklich gut zu tragen und sind sehr pflegeleicht. Ja, da wir am frühen Morgen angereist sind und wir den Tag wirklich voll genießen wollten, sind wir natürlich etwas früher da gewesen. Es war noch ziemlich leer auf dem Festgelände und so haben wir uns einfach mal ein wenig umgeschaut und schaut selber. Es wurde zwar auch zum Nachmittag natürlich etwas voller, das kommt noch. Also ich halte jetzt erstmal die Gusche. Viel Spaß beim Schauen und wie gesagt, Bulli T1, Bulli T2, 3, 4, 5, 6. Der Bulli Batz war auch mit am Start in der Elektroform. Da vorne steht er. Es war wirklich cool gemacht. Das Wetter war jetzt nicht so toll, aber es war doch schon angenehm warm und dass am Nachmittag doch einige Leute doch noch in den See gesprungen sind und Spaß hatten, hat mich wirklich sehr amüsiert, würde ich gerade fast sagen. Nein, es war wirklich sehr, sehr toll. Es hat wirklich totalen Spaß gemacht, den ganzen Tag dort rumzulaufen. So, jetzt halte ich aber wirklich die Klappe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich melde mich nachher nochmal.
So, da hier sind wir im Sektor A. Und wie du siehst, was es nicht alles gibt, Hängematte auf dem Bulli T3. Erzgenossen, das Bier hat sicherlich sehr gut geschmeckt. Hallo, ey. Sieht super aus. Ich freue mich, dass du dabei bist. Das ist die Bulli-Gruppe Stilvoll mit einem Kerzenständer vorne vor und natürlich ein Pool zum Planschen, wo ich schon schön die Füße reinstecken kann. Ja, sieht cool aus. Danke, dass ich das machen durfte. Liebe Grüße, der Thomas. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. It's a new beginning, set a better life. It's a dancing underneath the disco lights. They can try, but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love. So, das waren meine Bilder vom Bulli-Treffen hier in Weseln. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere meinen Kanal. Und wenn du nichts da verpassen möchtest, dann drücke einfach die kleine Glocke. Ich bin raus, liebe Grüße der Thomas. Bis zum nächsten Jahr. Bis dann, tschüss.